immer noch faszinierend, Edgar. Ach, jetzt hat er keine Aufgabe. Unser Lagerhaus ist in einem schrecklichen Zustand und viel zu klein, damit es so viele Güter lagern kann. Wir müssen es ausbauen. Ausbauen müssen wir es, natürlich. Unser Lagerhaus. Ausbauen, na klar. Ah, hier, guck mal, Level up. Das bauen wir direkt mal aus. Schließen und... Alter! Gratulation! Unser Lagerhaus ist noch nicht fertig. Aber zumindest können wir jetzt eine größere Vielfalt an Waren dort lagern. Wie zum Beispiel Steine. Das ist toll. Da lagern wir Steine. Steine lagern wir, Steine, Steine. Wer arbeitet? Alter Schwede, die ist ja immer da, ne? Wir kamen in der neuen Welt auf der Suche nach der Quelle des ewigen Glückes. Um sie zu finden, müssen wir die umliegende Region erkunden. Lass uns damit beginnen. Juhu! Das Steinhindernis im Norden aus dem Weg zu räumen. So, diese Aufgabe hat ein Zeitlimit. Erfülle es in dieser gewissen Zeit. Okay. Du. Mache da. Ach, du bist auch noch arbeitslos, Ramona. Ach, Entschuldigung, Ramona. Nee, ist okay. Ramona ist eine besondere Frau. Ramona mag keine Spitzhacken. Wen haben wir jetzt noch? Was ist das dann? Ach, wie cool. Achievement. Dieser Bildschirm zeigt alle gesammelten Objekte und deinen Fortschritt im Spiel. Super. Alles klar, Mark. Früchte allein reichen nicht aus, um unsere Kolonien zu ernähren. Bevor wir ein Feld zum Anbau von Gemüse nutzen, müssen wir einen Brunnen erbauen. Grabe tief, um ein sauberes Wasser zu erhalten. Wir graben einen Brunnen. Frisches Quellwasser. Lass uns einen Brunnen graben. Natürlich. Claudia. Magst du das? Ja, Claudia mag das. Wunderbar. Baue einen Brunnen. Bauen wir mal einen Brunnen. 40 Gold. Alter Schwede, wir können das bis zu 3 hoch. 1000 Gold. Ja, läuft. Bauen wir Brunnen. Ach da. Ach, das ist ja geil. Hinweis, du kannst einen Kolonisten direkt aus dem Kolonistenbildschirm anklicken und dorthin ziehen, wo er im Moment ist. Aber Claudia... Okay, das ist cool. Ach ja, Claudia hat auch eben hier das Haus zusammengezimmert. Das war ja hier Claudias pure Leidenschaft. Und jetzt haut die wieder permanent auf einem Brunnen drauf und dafür brauchen wir 4 Steine. Sag mal, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 3 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Warte mal kurz. Ach, da können wir den Personen wechseln. Das ist cool. Ja. Mag nicht Seide sammeln. Okay. Ich überlege nur gerade, ob wir jetzt einen abziehen und hier oben, halt ein bisschen kommen. Magst du das? Nee, stimmt. Du warst ja eine von der Sorte. Warte mal kurz. Ach du. Ja, du magst auch keine Steine. Ist ja echt. Ah, er mag's. Dankeschön. Also, die Männer hacken Steine, die Frauen hacken nur Bäume. Also, Steine mögen sie nicht. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Obwohl, sie tragen das. Ich meine, das sieht jetzt auch nicht so glücklich aus. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Arbeiter, weil sonst wird das echt ein bisschen zäh. Wir können aber... Oh, merci, dankeschön. Claudia. Gratulation. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir einen Zugang zu sauberem Wasser, was wir nicht hätten, weil da hinten ein riesiger See ist.
und das Quellwasser, was aus dem Berg kommt. Aber naja, jetzt können wir Gemüse anbauen. Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Während wir einen Brunnen gegraben haben, haben wir auch einen Schatz gefunden. Nicht, dass 5000 auf dieser Insel hier rumliegen und die alle sehen und mit 5000 Mal vorbeigelaufen werden. Nein, wir haben einen gefunden. So, Claudia ist wieder arbeitslos. Oh, Claudia, das hast du richtig mal verdient. Hier knusper dir mal einen zusammen. Also irgendwie müssen wir Claudia auch mal gleich bespaßen. Was macht denn Claudia? Ja, Fische angeln, das ist natürlich jetzt super. Claudia mag... Ja, gut. Jetzt, dass wir eine Quelle für Fischwasser haben, lass uns ein Stück Land hier aufräumen. So, dass wir etwas darauf anbauen können. Das da. Hier machen wir ein bisschen sauber. Gratulation. Ausgezeichnet. Wir können unsere Kolonie jetzt in Richtung Norden expandieren lassen. Wir haben außerdem eine Einsiedlerin gefunden. Ist das nicht schön? Sie war überglücklich, sich unserer Kolonie anschließen zu können. Sie hatte jetzt ein tolles Haus mit Edgar. Sie ist eine erfahrene Farmerin und wir können ihre Hilfe gut gebrauchen. Ja, erfahrene Farmerin. Das ist ein Farmerin, die den Expertenstatus erreicht hat. Sie wissen schon, dass es eine Frau ist und dann machen sie so einen Text. Dieser Kolonist arbeitet schneller bei der Ernte und beim Sammeln von Nahrung. Danke, dass ich noch so schnell zu Ende durchging. Um schneller zu wachsen, benötigen unsere Kolonie Eisen. Wir haben in der Nähe eine verlassene Eisenmine gefunden, aber sie muss zuerst instand gesetzt werden. Okay. Wir krallen uns jetzt aber die mal. Die Antonia. Antonia, hier, mach mal da. Oh. Du mach mal ein bisschen Braunbärbusch. Und du. Aber wo geht denn hier Stein abbauen? Wie minus ein Holz. Was ist das? Ach ja, cool. Alter Schwede, was ist das für ein Hurricane? Die ist ja übers Feld gebrettert, das glaubt man ja gar nicht. Ach, das bin ich doch, oder nicht? Bin ich das? Nein, bin ich nicht. Vielleicht bin ich das, ja. Beim Graben des Brunnens haben wir einen Schatz gefunden. Vielleicht haben wir ihn Piraten dort gelassen. Es könnten noch mehr Schätze dort sein. Aber halte die Augen offen. Dankeschön, Admiral. Ah, cool, hier, finde 5 Schätze. Halt die Augen offen. Da ist ein Schatz. Können wir den bergen? Ja, würde ich sagen, wir bergen den aber vorher. Machen wir nochmal hier. Warte kurz. Bring erst zurück. Ich weiß nämlich nicht, ob das Auswirkungen hat. Machen wir hier da. Antonia hat nichts mal. Mag hier auch mal essen. Kamone. Boah, Alter, wie das gelingt. Ach, Claudia, du bist unglücklich. Gratulation! Das Feld ist bereit und wir können darauf etwas anbauen. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres als etwas anderes außer Früchte zu essen. Böse Früchte. Oh Gott, nein. Die machen Konversation. Geht an die Arbeit. Oh Gott, Interaktion. Ich war kurzweilig erschrocken. So, Claudia, du bist doch... Du bist echt die Frau für alles, ne? Claudia greift jetzt erstmal einen Schatz aus. Grab. Kriegen wir was Geld. Lalalala. Und? Juhu. Oh, merci. Bist du jetzt fertig, oder? Ach so. Ja, macht Sinn. Hätte das Loch wieder zugemacht. Das ist mal gut. Das ist ja mal geil. Hier schön übers Feld drüber.
Was machst du jetzt? Oh, wie schön die immer ihre Röcke halten. Ich finde das echt, ich finde das Spiel echt geil, muss man sagen. Sie ist wieder arbeitslos. Gut. Gehen wir mal in die Richtung. Hier ist noch ein Schatz. Mach mal da weiter. Das ist, glaube ich... Ja, ist auch ein Schatz. Dann machen wir wenigstens mal hier ein bisschen sauber. Ich frage mich sowieso, wie wir hier durchsäbeln wollen. Aber naja, naja, naja. Zuckerrohrdickicht. Da kriegen wir bestimmt... was Schönes raus. Also Claudia hat echt Erfolgserlebnisse heute, ne? Boah. Das sind ja Kartoffeln. Und sie hat den Schatz wieder zurückgebracht, um anschließend den nächsten Schatz auszugraben. So, was haben wir noch? Hier ist noch ein Schatz. Gratulation! Wir haben die Mine wieder in Stand gesetzt. Juhu! Und können jetzt Eisenerz abbauen. Gute Arbeit! Gut. Das hat der Edgar auch wunderbar gemacht. Edgar mag doch hier unbedingt... Das ist der beste Wagen ever. Ach, da ist jemand wieder arbeitslos. Bist arbeitslos. So. Machen wir mal weiter. Wunderbar, sie hat einen Schatz geborgen. Gold, überall Gold. So, 2, 4, 6, 7 Leute sind im Moment am Beschäftigen. Das ist jetzt ziemlich, ziemlich geil. Und die Farmerin ist auch gut am Ackern, damit wir hier mal ein bisschen Melonen, Kürbisse. Eisenerz. Kann man Werkzeuge verwandeln? Es ist Zeit, eine Schmiede zu bauen. Sie ist wieder arbeitslos. Bevor wir eine Schmiede bauen, schicken wir sie mal wieder auf Arbeit. So, baue eine Schmiede. Das? Das ist das Einzige, was wir uns leisten können, also gehe ich davon aus. Ah, und jetzt brauchen wir Ressourcen. 5-mal Holz und 10-mal Steine. Ach, direkt neben das Eisen. Das ist ja richtig gut platziert. Claudia? Ich überlege gerade, da ist der letzte Schatz. Ob wir jetzt erst... Da ist noch einer. Ich würde sagen, wir zimmern jetzt erstmal die... Sieht schon schön aus. Ich würde sagen, wir zimmern jetzt erstmal die Dings zusammen. Die Schmiede. Um anschließend mal ein bisschen, ja hier, ne, und so. So. Hui, du bist arbeitslos, geh mal dahin. Claudia und der Superhammer, ne. Ich find's faszinierend, die will unbedingt Farmer werden, aber wird nur für den Bau eingesetzt. Also, die hat's echt voll drauf. Boah, du bist die ganze Zeit Früchte am Sammeln. Ich überlege, ob wir die mal umsiedeln nach da. Aus dem einfachen Grund, das ist näher zum Lager und da ist er wahrscheinlich ein bisschen produktiver. Und ob wir, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auch den, er ist Farmer geworden. Sieht ein bisschen aus wie Robin Hood. Alter Schwede, farmt der das da weg. Ich überlege, ihn auch dahin zu setzen, da haben wir nämlich ein bisschen kürzere Wege. Können wir dich auch dahin setzen? Ah, meine Minion, machen wir damit auf. Was ist los? Oh mein Gott. Dieser Kolonist ist geistig und körperlich erschöpft. Klicke ihn an und ziehe ihn zu einem anderen Kolonisten, damit sie zusammen entspannen können und Kontakte knüpfen können. Oh mein Gott, hier rede mit ihm. Okay, alles klar. Die müssen sich jetzt mal unterhalten. Wie sieht's bei dir aus? Na, noch ganz in Ordnung. Oh, Claudia, mach mal hin. Okay. Was ist denn, wenn die jetzt fährt? Ach, er ist sowieso gut gelaunt. Wenn sie jetzt auch volle Pulle gelaunt ist, gehen die an ihre Arbeit? Ach, da
Das ist ja geil. Und jetzt machen wir weiter. Wunderbar. Dann können wir jetzt gleich mal... Die ist noch interaktionstüchtig. Wie sieht's bei dir aus, du Einsame? Na, ein bisschen rumhängen. Nee, hat keinen Bock auf Interaktion. Gut, dann macht er weiter. Claudia, wie sieht's aus? Sehr gut. Vielleicht kriegen wir dann auch mal was Schönes. Was wir hier wohl machen können? Auf jeden Fall können wir vielleicht demnächst mal einen Angler machen. Das wäre nämlich ziemlich geil, weil es gibt ja eine, die angelt so unglaublich gerne. Und dann werden wir mal gucken. Also falls ihr euch wundert, warum meine Maus hier ab und zu mal weg... Ach, das sieht man gar nicht. Ach, sie ist jetzt total am Schwitzen. Hier. Alles klar, ja, auf die letzten 5 Meter legt ihr auch die Arbeit nieder. Was ist das denn? Oh. So. Ach, die... Gut, Marc. Komm essen. Ramona, mach Happa Happa. Martina, mach Happa Happa. Tschüss, Claudia, ich hab dich aus der Konversation gerissen. Edgar hat auch Hunger. Michael. Und Antonia ist sowieso super Farmerin. Gut. Alle zurück zur Arbeit. So, schauen wir mal. Das ist unser altes Schiff und ich... Vielleicht können wir es ja später reparieren. Benötigt einen Kompass. Ach so. Das ist ja cool. Ach, wahrscheinlich müssen wir den Kompass finden und damit können wir wieder wegschippern. Marc, Edgar... Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Marc. Das ist eine Claudia. Und die Claudia macht jetzt die Schmiede zu Ende. Fertig. Claudia, mach... Ah, oh, merci, Claudia. Gratulation. Ausgezeichnet. Diese Schmiede ist bereit, Eisenwaren herzustellen. Das erste, das wir produzieren müssen, sind Nägel. Ohne sie können wir unser Schiff nicht reparieren. Alles klar, aber ein Haus bauen. Das funktioniert wunderbar. Gratulation, du hast deine erste Fertigungsanlage gebaut. Eine Schmiede. Und da weichelst du mit der Fahne. Weise der Schmiede einen Kolonisten zu, um das Eisenerz zu Nägeln zu produzieren. Ja, machen wir direkt, aber du machst erstmal Schatz. Weil einen Schatz müssen wir noch finden. Ach so, wir brauchen nur 5 Schätze, um den Erfolg zu kriegen. Aber sonst ist es egal. Gut. Ah, Gratulation. Oh, gute Nachrichten. Der Schatz, den wir gefunden, enthielt nicht nur Silber und Gold, sondern einen Kompass. Jetzt können wir unser Schiff zu reparieren. Was? Jetzt können wir unser Schiff zu reparieren und damit beginnen, mit der Hauptstadt Handel zu treiben. Alles klar, wir können wohl Handel. Ach, deswegen bauen wir einen Markt. Dann kommen ein paar Besucher. Das ist ja super. Oh, damit unsere Kolonie wachsen kann, müssen wir mit der Hauptstadt Handel treiben, wie ich schon eben gesagt habe. Doch bevor wir den Handel anfangen können, müssen wir unser Schiff reparieren. Die See ruft an die Arbeit. Ja, und die Claudia schuftet erstmal das Gold wieder zurück in unser Lager, bevor die ganzen Touristen kommen und sie uns die Nägel wegklauen. Oh, der sieht wunderbar glücklich aus. Bereitet sich vor, Arbeiter zu werden und macht dann so einen Kram. Ich glaube, ich arbeite noch nicht ganz produktiv, nennen wir es mal so. Aber wir haben noch schon 3 Nägel, das ist doch super. Ja, Gratulation, wir haben unsere erste Schmiede gebaut, das ist ja super. Du bist nicht glücklich. Du bist glücklich. Kleines Hauskapazität 3, super, okay. Ach, du bist wieder arbeitslos, super, dann kannst du noch den letzten Schatz bergen. Und ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles... Nein, da ist ja noch einer. Mach mal mit. Ist da noch einen gesehen?
Nö, okay. Also wenn ihr noch was seht, was ich nicht sehe, dann sagt mir Bescheid.